Endlich, endlich, endlich! So werden viele sagen von euch. Ich weiß, ihr wünscht euch schon lange Custom Knobs auf der Avid S6. Speziell natürlich alle User, die mit exotischen Plugins arbeiten oder mit aufwendigeren Plugins arbeiten. Custom Knobs bedeutet, ihr könnt einzelne Parameter von Plugins auf einzelne Knobs, auf den Knob-Moduls oder auf das Master-Modul auch programmieren, so wie ihr euch das wünscht, in eurem Layout abspeichern, aufrufen. Custom Knobs ist mit EUCON 2021-6 in die Avid S6, S4 und sogar in die kleinen Surfaces gewandert. Und ich zeige euch heute mal anhand der Avid S6, wie das geht. Um Custom Knobs auf eurer S6 zu programmieren, müsst ihr den entsprechenden Track erstmal in Attention bringen. Also ich bringe diesen Vocal Track hier mal in Attention. Er erscheint dann natürlich auch auf meinem Master Modul. Suche mir dann über Insert das entsprechende Plugin aus. Und ihr seht hier schon, das ist ein Welcome Tracks mit unglaublich vielen Parametern. Ich expande das mal. Da kann man selbst hier noch durchpagen. Also ein ideales Beispiel dafür, für ein Plugin, wo man sich eigentlich wünschen würde, dass man einzelne Parameter auf so ein Knob-Modul mappt. Kann ich mir auch mal anzeigen lassen. Unglaublich viel Parameter. Ihr klickt dann jetzt auf die neue Funktion Custom hier unten und erhaltet einen neuen Screen. Hier ist eine kleine Anleitung drauf, wie ihr Custom Knobs programmiert. Das ist in dem Fall gar nicht so schwierig. Ihr habt da zwei verschiedene Custom Knobs. Einmal habt ihr die kleine Channel View, wo ihr hier durchbanken könnt. Und dann habt ihr natürlich auch die entsprechende Expand View für Custom Knobs. Ich gehe nochmal rein. Expand View, das heißt in dem Moment, wo ihr alle Parameter euch darstellen lassen könnt und könnt da entsprechend die paar programmieren. Also diese zwei Möglichkeiten der Programmierung gibt es. Nochmal zurück, wenn ihr die Expand View programmieren möchtet, dann fasst ihr einfach das entsprechend zugehörigen Knob-Modul an. Ihr seht das durch diese lila LEDs hier, Attention, Config und hier Config. Diese Module sind jetzt gerade ready, die warten darauf, dass ihr den Knob-Map programmiert. Ihr fasst dieses Modul an, es wird komplett dunkel und wartet darauf, dass ihr entsprechend eine Knob-Map erstellt. Also ich fange jetzt einfach mal mit einem Parameter an, setze den hier oben hin und schon ist er entsprechend platziert. Ich kann natürlich auch mehrere Parameter durchgehen. Ich kann hier durchpagen durch die Bänke und kann sagen, ich möchte andere Parameter noch haben. Den, den und den Parameter möchte ich jetzt hierhin, von oben nach unten. Ich kann natürlich auch seitwärts entsprechende Parameter programmieren. Die kommen aber immer von zeilenweise. Ihr seht schon, es läuft von unten nach oben, fängt oben wieder an. Also wenn ihr quasi drei Parameter nebeneinander programmieren möchtet, müsst ihr das einzeln machen, anwählen, antippen. Na, nochmal, antippen, anwählen, antippen, anwählen. Ansonsten läuft er immer zeilenweise. So macht ihr eine Map. Wenn die Map erstellt ist, geht ihr auf Done und schon ist die Map auch gespeichert, auch mit den Titles, mit eurer Session mitgespeichert dann, wenn ihr abspeichert. Und jedes Mal, wenn ihr Expand aufruft, seht ihr also dann nicht mehr die Standard-Expand-Map, die der Hersteller so hinterlegt hat, sondern euer jetzt programmierte Map. Also ich drücke jetzt mal auf Expand und schon sehe ich meine Custom Map. Das Gleiche geht natürlich auch in der Channel View. Ich gehe also wieder auf Custom, fasse diesmal nicht das Knob-Modul an, sondern das Master-Modul und sage, ich möchte mein Knob-Modul hier programmieren, die Parameter programmieren. Und schon habe ich hier eine Möglichkeit und kann sagen, ich möchte, ich nehme mal die zwei Parameter hier oben haben und möchte den Polyphon-Parameter hier unten haben. Und ihr seht, es wird sofort auch hier dargestellt. Ich kann sofort eingreifen, ich kann die Parameter sofort bedienen. Und wenn ich auf Done gehe, habe ich auch hier jetzt im Channel entsprechend eine Custom Map gemacht. Das heißt, ich sehe die Parameter, die ich entsprechend haben wollte. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, hier eine zweite Page dazu zu fügen, genau wie im Expand-Modus. Man geht also auf Custom. Ich fasse die nochmal an. Ihr seht, ich habe hier wieder meine bestehende Map, Knob-Module, und sage, okay, ich möchte nochmal eine Page-Action haben. Das heißt, ich mache Add Page. Jetzt habe ich eine zweite Seite da. Nehme mal die Parameter hier kurz rein, setze die hier drauf. Ihr seht, programmiert wird es immer am Master-Modul, nicht am Knob-Modul. Also die Channel Custom Maps werden am Master-Modul programmiert und gehe auf Done. Und schon habe ich eine zweite Seite mit diesen drei Parametern. Also die erste Seite, die zweite Seite, eine dritte Seite gibt es nicht. Klar, gehe wieder auf Custom, fasse wieder an, sage, ich möchte mein Knob-Modul programmieren und sage wieder Add Page. Und schon habe ich eine dritte Page und könnte mir hier weitere Parameter drauflegen. 1, 2, 3, 4. Legen wir die hier drauf. Programmiert wird, wie gesagt, am Master-Modul. Gehe auf Done und schon habe ich eine dritte Page. Erste, zweite, dritte Page mit allen vier Parametern.
Das war die Programmierung für das Knob-Modul. Das gleiche geht natürlich auch, wenn ich auf Custom gehe, jederzeit am Fader-Modul. Das heißt, ich tippe jetzt einfach nur mein Fader-Modul an, alle Fader fahren runter und ich kann mir dann entsprechend Parameter auf bestimmte Fader legen, indem ich die antippe. Schon sind die Parameter da, dann wieder programmiert. Das gleiche für das Process-Modul. Ich kann hier im Process-Modul genauso hergehen, kann sagen Custom. Gehe her und fasse mein Process-Modul an. Das geht natürlich jetzt hier wirklich nur jetzt in dem, nicht in dem Expand-Modus, sondern wirklich nur im Track-Modus. Das heißt, ich fasse die an, sage, ich möchte mein Process-Modul programmieren. Was möchte ich da haben? 1, 2, 3, wähle die drei Parameter an. Entschuldigung, ich kann natürlich nur einen Parameter anwählen, weil ich natürlich immer nur einen Knob habe im Process-Modul. Also muss ich jedes Mal eine eigene Page dazu machen, sage Add Page, nehme einen anderen Parameter dazu, Add Page, Entschuldigung, hier Add Page, nehme einen zweiten Parameter dazu, der ist entsprechend hier oben drauf, Add Page, einen dritten Parameter hinzu, Add Page, einen vierten Parameter hinzu und jetzt habe ich quasi diesen Knob in diesem Kanalzug, diesen Process Knob mit vier Pages programmiert. Zeige ich euch auch gleich, wenn ich hier quasi dann drauf gehe und sage, ich möchte dieses Plugin haben, rufe mir das aus, dann habe ich die entsprechenden einzelnen Parameter jetzt hier drauf, die ich programmiert habe, mit den Pages. Also wichtig zu wissen, der Expand-Modus geht nur mit dem Knob-Modul zu programmieren. Er geht natürlich bei den Fader-Modulen gibt es keinen Expand-Modus, ist klar. Und bei den Process-Modulen gibt es nur den Channel-Modus, wo ich nur einen Knob, den ich auch nur habe, ich habe nur einen Knob zur Verfügung, entsprechend mit den Pages programmieren kann. Und sollte ich kein Knob-Modul oben haben, das ist eine spezielle Besonderheit, also ich habe nur einen Fader und ein Process-Modul, dann könnte ich sogar hier in einem Expand-Modus quasi alle Knöpfe quer programmieren. Das ist eine Sonderfunktion, die es eben jemandem ermöglicht, der kein Knob-Modul hat, hier tatsächlich mehrere Parameter drauf zu haben. In dem Moment, wo ein Knob-Modul da ist, macht es keinen Sinn. In dem Moment programmiere ich natürlich den Expand-Modus im Knob-Modul. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich. Einfach mal selber ausprobieren. Custom Knobs, Thumbs up von mir.